Ey, der Sonic, wir wissen nicht, was der Sonic gefunden hat, aber es muss was Cooles sein. Leute, was ist denn schon los? Komm mal her. Also kannst du ja ruhig zeigen hier so ein bisschen, so, wenn du willst. Was haben wir denn da? Aha, Helmer hat der Preußensonder mitgebracht. Ja, nee, im Wald, ihr wisst, es ist ja auch manchmal ein bisschen gefährlich. Sonic, was meinst du, ob mein Schuhwerk, Sonic, würdest du bitte gucken, ist mein Schuhwerk so in Ordnung? Das kann ich so gehen? Ich denke, das ist in Ordnung. Ja, ne? Nee, geh auch so. Jetzt frage ich mich, welche Schuhe sind wirklich für Sondeln bei dir? Nee, ich sag dir, der linke Schuh ist für die Beschleunigung und der rechte halt zum Abbremsen. Hey, sag mal, wie siehst du denn aus? Ja. Das kann ich doch nicht zeigen. Warum denn nicht? So. Kann nicht sein, wenn das einer sieht, werden wir verhaftet. So, super. Also diesen Helm hat der Preußensonder mir geschenkt. Ein Sanitäterhelm, sehr schönes Stück. Und da steht irgendein Name drin. Ja, was steht denn da drin? Ja, kein Name. Da steht kein Name, es ist eine Nummer. Hier ist die Helmgröße 56 bis 59. Genau. Und nagelneu vor allem. Ne? So. Das möchte ich jetzt Wir haben hier immer eine große Kiste mit verschiedenen Helmen. Die haben wir immer da. Je nach Einsatz. Und was ist in dieser Kiste drin? Ja, müssen wir auch mal aufmachen. Ich weiß ja nicht, ob da überhaupt was drin ist. Kann sein, dass nicht, die ist leer. Das schauen wir mal nach. Geht nicht. Die muss raus, aber die ist leer. Komm her. Ja, die ist leer. Aber was ist das für eine Kiste? Das ist eine... Brauchst du die noch? Nein. Das ist eine polnische Atomkiste. Ah. Aber nicht schlecht, ne? Jetzt mal ehrlich. Um Sachen wegzupacken, ist das schon ganz cool, oder? Ja. Kann man schon sortieren, ja. Da ist eine Kopflampe runtergefallen. Das war meine, ja. Das ist deine? Ja. Den nimmst du rüber mit zu Alex. Oh, sag mal. Oberflächenfund. Der Ausflug hat sich jetzt schon gelohnt. Ein richtig cooler Fund. Habe ich noch nie gefunden. Den verstecke ich jetzt noch, bis der Preußensonder da ist. Sonic, hast du jetzt wirklich was gefunden? Ja. Dann, du wirst von Neid ablassen. Ne? Komm näher her. Nee. Halt, stopp. Was hast du denn jetzt wirklich gerade gefunden? So eine Heiligenfigur, oder? Das ist ein Tomahawk. Ein Dingsbums. Vaterfall. Das ist aber geil, ist okay. Na klar, und der ist aus Metall. Schön. Ist das ein cooles Teil? Ja. Komm her hier. Hast du das jetzt hier gefunden? Hier, gerade ganz oberflächlich. Nee, mitten am Rand. Ich dachte, das wird ein Flaschendeckel sein. Es tut mir leid, Pocahontas. Na, ist doch in Ordnung. Tja, ich bin ja so ganz weiterhin, würde ich mal sagen, ne? Ja. Auf jeden Fall. Und was sagt uns das? Vielleicht... Warte mal, hier. Was ist denn das für eine Konstruktion? Das ist der Doppelgaus. Ja, das regt ihn immer auf. Oh, alles aus hier. Jetzt kommt er mit seinem piepsenden XP hierher. Da ist ein richtig knalliges Signal. Hast du was gesagt jetzt, Sonic, ja? Ja, das kann aber nur ein Flaschendeckel sein, wenn es so saftig ist. Hier ist es. Ein Regenwurm. Sieht man schon. Ich weiß genau, was das ist. Eine Dose. Was ist das? Eine Dosendecke. Na gut. Habe ich gerade ganz Interessantes gesehen. Oh, da ist auch was. Aber nicht das, was ich zeigen wollte. Was ich zeigen wollte, liegt hier. Da. Ein Ei. Das liegt wieder dahin. Ein sehr springendes Signal. Bin mir nicht sicher, ob es vertutet ist, aber es scheint eine größere Münze zu sein.
So groß ist sie nicht, wie ich dachte. Aber eine schöne Münze. Ich werde sie mal ein bisschen sauber machen. Pfennig 1921. Aus dem Deutschen Kaiserreich. Da kennt man noch den alten Adler von damals. Schön, dass hier so weit noch liegt. Der Alex sagt, er hat was Interessantes. Gehen wir mal hin. Wollte ich den Zuschauern auch mal zeigen, dass hier, wo wir gerade Sonnen- und Regenwürmer sind. Wo ist eigentlich hier an dem Regenwurm vorne und wo ist hinten? Das ist vorne. Das ist vorne, ja? Das ist hinten. Woher weißt du das? Naja, guck mal. Wenn du den so nimmst. Ja. Und dann mal hier so ein bisschen, ohne den zu töten, ein bisschen drückst. Dann kommt hier hinten was raus. Siehst du? Ach, das? Kacke. Ja. Ja. Siehst du doch, dass das der Kopf ist. Hinten den Hintern. So, was ist jetzt hier? Na, ich hab hier was gefunden. Oh, was ist das? Eine Kapsel. Mit Schraubverschluss. Nee. Doch. Eine verschlossene Kapsel. Aber sie wird leer sein. Vielleicht ist auch ein Zettel drin. Der wackelt natürlich nicht. Aber ist sehr interessant. Ich werde mal die Bürste rausholen. Warum ist denn der so was? Hat er Küchen. Könnte einfach eine Medikamentenkapsel sein, ne? Ja. Wo Tabletten drin waren. Steht vielleicht irgendwas drauf? Na, eigentlich eher nicht. Aber es ist ein schönes Relikt. So eine schöne verschlossene Kapsel ohne irgendwelche. Ja, mach die doch mal auf. Da kriegen wir die nicht auf. Doch. Jetzt, oder? Nee. Oder? Doch, geht. Oh. Leer. Komplett leer. Schade, aber die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Die könnte man ja rein. Da kam Luft raus noch von vor 100 Jahren. Warte mal. Oh ja. Ui, jetzt bist du tot. Nee, nee. Das war was Jutes. Weißt du, was cool ist, so oben der Deckel, diese Verzierung da? Ja. Diese Rillung. Was meinst du, ob ich die Oxalsäure lege? Das kann man machen. Ja. Ist mal was anderes. Kann man ja auch mal zeigen. Ist ein kleines Pillendöschen oder so. Kann man sich wieder aufarbeiten und dann kann man sich die wegstellen. Das ist natürlich schön. Oder ich mach da einen kleinen Zettel rein und versteck das. Schreibe jemandem vielleicht einen kleinen Liebesbrief oder so. Ja, ein Sondler. Ja. Guck mal, wie sauber das die Winde wird hier. Pack mal ein Ding, das nehmen wir mit. Also der Alex hat einen Münzhortfund gemacht, sagst du? Ja, Alex hat einen Münzhortfund gemacht. Und ich habe bisher drei Münzen gefunden. Wobei ein Zinker, also ein 10 Reichspfennig Zinker sehr gut war. Also von der Qualität her. Kann ich gleich zeigen. Ich glaube, dass ich mit meinem Spaten ein bisschen das Objekt getroffen habe. Hast aber auch was, nur so seitlich. Weil hast du was Gutes gefunden? Was meinst du? Ich glaube, es ist was Gutes. Echt? Also wenn du sehr die Handschuhe ausziehst, könnte es sein. Ah. Was ist das? Das ist noch an irgendeiner Wand dran. Alex, komm mal her. Oh nein, guck mal hier. Das ist. Ist doch gut. Ey, nun bleib locker. Bleib locker. Ey, nun warte, Sonny. Oh nee. Es sieht ja unglaublich aus. Da bin ich mit dem Spaten rangekommen. Ja, ein Gold wird es nicht sein, aber ein Orden oder so. Alex, du musst herkommen. Ja, ich glaube, das ist nichts Besonderes. Geil. Machen wir langsam, machen wir schön langsam. Schön langsam. Hier ist ein Band. Ey, geil, Sonic. Das ist hier so ein Sonic, es ist gut. Es ist auf jeden Fall was Gutes. Ja, was das ist, es ist gut. Würste rausholen? Hast du eine Würste? Geil. Ich weiß, was das ist. Oh mein Gott. Ehrlich jetzt? Nee. Ey, der Sonic, wir wissen nicht, was der Sonic gefunden hat, aber es muss was Cooles sein. Leute, was ist hier schon los? Komm mal her, Alex. Ja, komm mal. Sonic hat was Cooles gefunden. Gib mal verschreckt deine Spatnung. Vorsicht. Gib mal hier. Ach, das ist so ein Abzeichen. Lass mich mal anfassen, bitte. Au, aber ich kann aber. Das ist aber schwer. Was ist das hier? Nein, er hat seine Hand. Alex, ist ja auf jeden Fall. Er muss sich wieder in den Mittelpunkt drängen, indem er Blätter isst. Und nun guck doch mal hin, was er gefunden hat, Alter. Ja. Guck mal hier. Und er hat es leider getroffen. Es scheint so, als wäre hier jemand mit Alex, vielleicht habe ich es auch nicht getroffen. Ich habe dir aber gerade vorher so ja, ich weiß, aber. Würdest du mal filmen? Ja, ich ziehe mir auch gleich, dass du die Handschuhe aus.
Sonic, darf ich es ganz kurz noch mal in die Hand nehmen? Ich will ja nur kurz gucken. Ich reibe auch nicht rum. Aber schwer ist es. Es ist natürlich kein Gold, ist klar. Aber es ist was Geiles auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall was Cooles, sag ich mal. Ja, ich sehe ja schon, was das ist. Nämlich was Russisches. Das, ne? das ist ein Ruderabzeichen. Ich denke, das ist was Russisches. Das muss ich mal meiner Mutter zeigen. Die hat nämlich damals gerudert. Und das Ruderabzeichen muss hier mal Wasser rein zu dem Gebiet passen, wo wir hier gerade sind. Halt, ne? Wir sagen nicht wo, aber Sonny, gratuliere, ist egal. Ist ein schöner Fund. Wir sagen nicht wo, aber am Wasser. Ein sehr schöner Fund, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, definitiv. Leider getroffen. Aber ich glaube, ich habe es ja nicht getroffen. Nein, doch. Es ist ja auch jetzt. Nein, habe ich nicht. Das passiert wo denn? Ja, da wird sie ganz. Nee, das glitzert einfach so. Ja, okay, hast du nicht getroffen. Wir alle wissen, dass es anders ist. Sonic, legst du mal aufs Knie? Genau. Ja, Sonic, legst du mal bitte jemanden aufs Knie? Übers Knie? Das wird erstmal brutal gereinigt. Was hat denn der Preußensonder da für ein Koppelschloss? Bundeswehr. Ah. Ja, alles ist klar. Bundeswehr. Ein Originales, ja? Aber Leute, wie findet ihr auch mein Trage-Show, Alex? Ja, das ist natürlich eine sehr standesgemäße Trage-Show, ja. Genau, und das ist auch wirklich hilfreich. Also jetzt ohne Witz, ne? Wenn das hier immer voller wird, so ein Trage-Show. Du hattest mich übrigens vorhin eine Frage gefragt. Eine Frage gefragt. Du hattest mich vorhin eine Frage gefragt, ja. Okay. Also, da steht drauf, LKV Berlin, würde ich sagen. BLN HB steht noch unten. Sehr schön. Also wirklich schön. Und hier ist ein Ruderrad drauf abgebildet. Genau, dann haben sie sich dabei um ein Ruderabzeichen, ja, für einen Einer. Das ist ein Einer, weil nämlich nur einer ist. Hat es fokussiert? Ja. Aber ist doch, ey, also das ist Wertungsfund Nummer 1, Sonic. Echt? Gratuliere. Ja, findest du? Ja, würde ich schon sagen. Ich zeig dir mal meinen wirklichen Wertungsfund, den habe ich hier. Jetzt wird's verrückt. Nein. Ach, das ist warte mal, warte mal. Was ist denn das? Ist ja abgefahren. Ja, was ist denn das? Wieso das ist? Nee. Da steht doch was drauf. Ja, da steht doch was drauf. Da siehst du doch die Buchstaben nicht hier? Mann, ich bin doch blind, ich bin 50 Jahre. Da steht was drauf, tatsächlich. Ja. Und das könnte jüdisch sein. Wie heißt es? Tatsache oder tatsächlich? Tatsächlich. Ich weiß es nicht. Tut. Da tut was drauf. Ich wollte eine schöne Münze zeigen, die ich gerade eben gefunden habe, bevor ihr mich abgelenkt habt. Darf ich die mal sehen? Nein. Die wäre so. Hör auf, da rumzureiben. Ey, Leute, ich liebe. Ich meine, junger Mann. Junger Mann. Das Silber. Alter. Was ist denn mit dir los, Amar? Ja, ich gerade gefunden, bevor ihr mich hierher gerufen habt. Warum? Gibt's doch ja nicht. Das ist wirklich Silber. Ehrlich jetzt. Ja. Darf ich auch mal was gucken? Das ist doch. Sonic, es weint doch nicht immer. Ich möchte mal. Wir kommen ja vor lauter Funde hier gar nicht mehr. Was ist denn hier los, Leute? Haben wir hier einen guten Wald gefunden? Aber jetzt mal im Ernst. Ich ne? wollte ja auch noch mal sagen, dass ich ja vorhin eben gerade noch einen Münzhortfund gemacht habe. Ja, zeig uns den mal. Ja. Soll ich mal übernehmen? Da würde mal irgendjemand mit nicht so sandigen Finger übernehmen. Sonic, hast du mal nicht so sandige Finger? Ich habe hier noch eine Münze gefunden. Da, 10 Pfennig. Ich habe nämlich einen Münzhortfund, 10 Pfennig Reichsmünzen gemacht von 1941. Sehr schön. Und da war die mit dabei, ja? Was ist das? Ne, die nicht. Die war eben gerade, bevor ich hier zu euch hingekommen bin. 1895. Ehrlich jetzt, ja? Nein. Ja, Kaiseradler drauf. Ist so gut. Nein. Bleibt in Silber. Na, 20 Pfennig dann. 20 reicht. Nein, das ist 20, sein. Ja doch. Hast du da jetzt schön rumgebürstet, ja? Sonic, schweigen Sie bitte. Bitte, da kann ich ja mit meinen Kindern. Mal dir mal wieder eure Schulter schauen, wie du das hier so machst, wa? Ich hab das nur ein bisschen nass gemacht, damit man das mal sieht hier, was das für ein schönes Stück ist, was der Alex da gefunden hat. Ein schöner Reichsadler ist ja. Dreh mal um. Ja, 20 Pfennig. Moment, das ist ein bisschen zu hell. Das ist aber jetzt im Ernst ein guter Fund. Und was ist denn das jetzt für eine Münze? Aber dafür, dass es ein Zinker ist, eine gute Qualität hat, oder? Ist ein Zinker. Ja. Und der ist doch okay, ja, oder? Jetzt mal im Ernst. Guten Zustand, ne? Ja, finde ich auch. Wenn jetzt jemand mal die Kamera übernehmen würde. Aber da ist ein Hakenkreuz, das wollen wir einfach nicht zeigen. Nein, ein Hakenkreuz. Ey Leute, haben wir doch schön was gefunden. Ey Alex, sag mal, was machst du denn da? Na, ich wollte den Preußen noch ein bisschen besser in Szene setzen, damit er besser zu sehen ist hier im Wald. Ja, danke. Alex, bitte nicht so lange. Ehrlich jetzt, hör mal auf. Nee. Nicht immer. Aber so die Leute sehen dich doch immer so gerne. Ja, das weiß ich ja. Was findet denn der alles? Das ist ja unglaublich. Pervertin. Da war Pervertin drin, genau. Ja, Terpentin? Pervertin.
ein bisschen Speed für den Wehrmachtssoldaten. Leider aufgebraucht. Leider. Ich möchte euch mal zeigen, dass ich Münzen gefunden habe, die zusammengebacken sind. Ey, was ist denn mit den Menschen nicht in... Was ist denn das? Das war letztens beim letzten Sonnen gewesen. Mhm. Das sind Zehner wahrscheinlich, ne? Zehn ja, Cent, wollte ich gerade sagen. 10 Reichspfennig, weil hier habe ich es nämlich schon ein bisschen frei gemacht. Mhm. Hier, Leute, damit das wieder sehen können. Die hast du alle auf ihm? Die haben alle auf ihren Haufen gefunden. 10, ja. 20, 30, 40, 50. Aber was kann ich mir für 50 Reichspfennig kaufen? Oh Gott. 10 Brötchen. 10 Brötchen, genau. Hier? Ja. Jetzt nochmal eine andere Frage. Die Silberne lag einzeln oder was? Nochmal eine andere Frage. Die lag eben gerade auf dem Weg hierher. Ab wann ist ein Hortfund? Jetzt mal ohne Witz. Ab 3. Ab 3, genau. Nicht ab 2. Würde ich auch sagen, jetzt wirklich. Ja. Ab 3. Sonic, was hältst du davon, wenn du mal die Münze bei Instagram rumstellst? Und wir jetzt ein schönes Instagram-Foto machen. Ja, wenn du willst. Ja, für dich ja. Ja, mach mal. Bei dem Instagram. Ich finde interessant diesen Adler hinten. Der sieht schön aus, ja. Sofern das ein Adler ist. Aber das ist doch ein preußischer Adler, Sonic. Was meinst du? Ich glaube, das ist ein preußischer Adler. Das könnte natürlich auch was anderes sein. Die hatten ja früher alle so eine schöne Adler. Warum kennt man diese Münze dann nicht? Also ich kenne sie nicht. Kennst du die so? Vor allem von der anderen Seite, wo die 20 zu sehen ist. Also weil sie mega selten ist, weil sie extrem wertvoll ist und weil sie eigentlich mir gehören müsste. Mir gehören tut. Sie tut mir gehört. Ich werde das mal jetzt nochmal nachvollziehen. Ich pack die mal in mein Coinpad. Hast du da ne? was Feines gefunden, Alex? Alex, Nun wollen wir aber auch Sonic seinen Fund nicht herunterspielen und den finde ich wirklich so, auch sehr jetzt werde ich mal erzählen, was das in Wirklichkeit ist. Sag mal jetzt wirklich. Ja. Sag mal, die müssen noch mal her. Ja, ich mach die mal hier hin. So, erzähl mal, was das für eine Münze ist. Es handelt sich dabei nicht um 20 Pfennig aus dem Deutschen Reich oder aus dem Weimarer Republiksreich. Sondern? Es handelt sich um eine Münze von 1893. Ja. Es sind 20 österreichische Heller. Das kann sein. Stimmt. Es ist wirklich so. 20 österreichische Heller. Ja, geil. Ey, guck mal. Und es ist Tatsache so und es sieht wirklich genauso aus. Also, mein Guter, da hast du einen schönen Fund gemacht. Ja. Wie lange wollen wir jetzt hier noch quatschen und filmen? Wollen wir nicht weiter so? Liegt ja an euch. Ihr seid ja die Profis. Keine Ahnung. Das Material ist Nickel und wiegt 4,01 Gramm. 20 Heller 1800. Also, das ist kein Silber. Also kein Silber. Ist okay. Nickel, ja dann. Obwohl sie aber schwer ist. Fass mal an. In Müll damit. Ach Quatsch, jetzt auf zu quatschen. Ich finde ja auch immer geil, wenn du seine Funde dann immer so wegschmeißt. So, her, komm hier, sag weg. Die sind nichts wert, ne? Muss ich mal lachen, finde ich gut. 79,80. Und das ist in der Regel, ich weiß es nicht, ist das oft eine Münze. Wo ist eigentlich Sonic hin? Keine Ahnung, wo Sonic ist. Wir sehen ja kein Licht mehr. Nicht, dass auf die Sicht gefallen ist und die Lampen nicht mehr zu sehen sind. Ja. Mein Gott, wo ist denn das nun? 80, also der Wert ist okay. Was dann? Was ist das da? Müsste drin sein. Das ist eine Münze. Ach, gib mal hier. Ich hab's doch gesagt. 80, 81, das hat, guck mal, und vor allem die ist ja... Das ist ein Kopf drauf hinten, wa? Die ist ja ein schmal, guck mal. Ich hab keine Brille. Jetzt muss ich meine Brille aufsetzen. Jetzt wird's ja interessant. Na, guck mal ihn an. Ich sehe das war ich denke, das ist was Russisches. Aha. Ja, das denke ich. Ich hab das schon gesehen unten. 5, guck mal, hier 5 Kopeki oder so wahrscheinlich. 5 Kopeken 1974. An. Also jetzt nicht was ganz krasses. Ja, eindeutig Sowjetunion. Siehst du das? Ja, kann man ganz deutlich Hammer und Sichel erkennen. SSSR unten. Ja. Und 5 Kopeki. Hast du? Genau, 1974. Naja, gut. Okay. Ja, Russengeld. Naja, mein Gott, warum nicht, wa? Ja. Kann man sich auch mal wegpacken, ist auch historisch, 1974. Ja, nu, alles okay. Ja. Freut mich da trotzdem drüber. Richtig. Meine vierte Münze heute. Ja. Ich habe schon mehrere heute gefunden. Ja, du hast ja einen kleinen Hort gehabt. Ja. Ne? Und dann noch einen Einzelfund noch. Naja, genau. Die war ja keine Silbermünze, ne? Oder? Nee, Nickel. Nickel, ne? Trotzdem. Ja, wunderbar. Danke. Achso, meine Würstchen auch, danke. Gut. Mal gucken, wo unser Sonic geblieben ist, wa? Ja. So sieht's aus. Massiv, also wirklich schwer. Ja, aber auch drehbar oben, wa? Und wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, hier ist ein Deckel oben. Und hier ist ein Loch drin, das finde ich erstaunlich. Mhm.
Ja, man möchte meinen, eine Patronenhülse ist natürlich Quatsch. Ist es nicht? Ja, ist auch keine Stabrandbombe und nicht ein Mini. Nein, weil sie zu ist. Aber ein schönes, massives Teil. Aber ein hohes Alex, Signal gebracht, auch cool. Da hast du zu Hause zu tun, das mal zu öffnen und zu gucken, was da drin ist. Einen Schraubenschlüssel nehmen, wa? Ja. Würde ich sagen. Braucht ja hin, wa? Auf fest, Pervitin. Ist das ein 12er, ein 13er? Nee, 13 ist es nicht. 10 vielleicht sogar. Ja. 10er? Ne, 2 10er? Ja. Aber das erzählt sie mir dann, was da drin war, ja? Wo dokumentiere ich denn, ja? Das Loch finde ich interessant. Ja, vielleicht kriegen wir auch jetzt noch auf. Nee, das kriegen wir nicht auf. Nee? Auf keinen Fall. Ich bin ja wirklich He-Man, aber das, nein, da brauchst du wirklich Schraubenschlüssel. Das ist jetzt seit 50, 60, 70 Jahren in der Erde. Kriegst du nicht auf. Aber hochinteressant. Ja, geil Teil. Ja. Kann man mitnehmen. Stecken wir uns mal ein. Kann man mitnehmen, auf jeden Fall. Ja, das hat zwar nicht schon verpasst. Steht hier was drauf? Steht da was drauf? Nee, da steht nichts drauf. Aber sehr interessant, auf jeden Fall. Mhm. Cool. Gut, nehmen wir mal mit. Ja. Suchen wir uns mal den Sonic wieder, wo der ist. Der ist ein bisschen weiter weg. Cool. Ja. Wie gesagt, das Loch finde ich merkwürdig. Was hast du denn? Nee, ja hier. Gib mal. Ja, ich hab's auch schon gefilmt, aber dann können wir nochmal zeigen. Nehmen wir vielleicht mal einen Schraubenschlüssel und dann drehen wir das mal auf. Ja. Den Schraubstock eingespannt und dann schauen wir mal, was das ist. Ja, das ist eine Kapsel. Genau. Merkwürdig ist nur das Loch oben drin. Wofür das ist oder wogegen oder was? Ja, vielleicht war da eine Art Schlaufe dran, von innen nach außen befestigt, dass man sich das anhängen konnte. Ja, vielleicht war das ein Pervitinbehälter. Hast du schon mal versucht, den aufzuschrauben? Ja, na Hand, sicher. Ja. Vielleicht kannst du es besser machen mit der Hand. Sonic hat doch keine Kraft. Sonic, machst du es mit der Hand? Das sind die 5 Kopeken. Ich hab's aufgekriegt. Gar nicht. Nein. Doch. Wirklich? Ich hab's jetzt doch aufgekriegt. Ich hab Kraft angewendet. Und? Was ist das? Nein, da wird ja ein Sturm sein. Oh, die ist das rot? Das ist Lippenstift. Zeig doch. Hab ich dir gesagt, Alex? Das ist, das ist ein Lippenstift, ja? Ja, aus den 20er Jahren. Da kommt auch gleich was raus. Krieg mal hier. Das ist aus den 20er Jahren. Mach den wieder rein, das ist wertvoll. Zeig dir, ich will das sehen. Das ist ein Lippenstift aus den 20er Jahren. Genau. Ja, das ist ja echt krass. So sahen die damals aus. Wirklich. Ist ja geil. Da brauchst du nicht, oder? Gibst du mir. Ja, aber wenn ich mal mit den schminkten Lippen rumlaufen will, da ist noch Lippenstift drin. Ja, du hast doch hier noch zu Hause. Ein Eis, bitte. Ja, gerne. Es gibt dann dafür gleich 3. Ja, ja, schön altes Relikt, sag mal so. Ja. Ist auch mal zeigenswert. Wir haben es rausgefunden, weil das ist Lippenstift. Genau. Meine Damen und Herren. Lippenstift. Damen und Herren. Alles klar. So, Leute. Ich will Döner essen. Gibt's doch ja nicht. Das ist von der Mütze. Ja. Liegt ja alles voll noch. Das könntest du aber ein bisschen sauber machen. Ein bisschen bürsten. Das sieht aus wie neu.